Willkommen bei MobiFlip, mein Name ist Oliver und heute geht es um Tipps zum Zubehör für das Apple iPhone 10. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich habe es ja schon in meinem Tipps-Video zum iPhone 10 selbst angemerkt, dass ich noch ein extra Video mit weiteren Tipps plane, dieses Mal allerdings mit Fokus auf Zubehör, wie zum Beispiel Hüllen wie diese. Und ich habe mir da mal so ein bisschen was rausgesucht. Wenn man sowas wie dieses Projekt betreibt, kriegt man natürlich auch immer unglaublich viel Dinge zugeschickt. Und ich habe mir ein paar angeschaut. Ich habe mir ein paar Sachen dafür natürlich im Alltag näher ausprobiert und auch am Gerät getragen und dann mal geschaut, wie sich die Geräte, die Hüllen zum Beispiel so im Alltag schlagen. Und ich möchte euch in diesem Video einfach mal so ein paar persönliche Tipps von Gadgets, von Zubehör für das iPhone 10 geben. So, bevor ich zum Zubehör komme, möchte ich noch ganz kurz zwei Dinge anmerken. Punkt Nummer 1, und ich weiß, dass das auf YouTube schwierig ist, deswegen erwähne ich es direkt von Anfang an, dieses Video ist nicht gesponsert. Keines der gezeigten Zubehörteile, die jetzt gezeigt werden, wurden uns irgendwie für einen gewissen, ich bekomme kein Geld dafür, ich kann eine ehrliche und freie Meinung dazu äußern. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Natürlich haben wir die meisten Sachen hier kostenlos zugeschickt bekommen. Das lässt sich fast schon nicht vermeiden, wenn man so einen Kanal betreibt. Aber es gibt trotzdem meine persönliche, ehrliche Meinung zu jedem Zubehör und das wird auch immer so bleiben. Und Punkt Nummer 2 ist, es ist noch ein bisschen Zubehör auf dem Weg. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit, alles zu zeigen, aber es waren natürlich schon ein, zwei Fragen da, wo denn das Tipps-Video bleibt für Zubehör. Darum habe ich mich dazu entschieden, schon mal was zu bringen und ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht wird es noch mal einen zweiten Part geben. Falls euch das hier also gefällt, lasst uns einen Daumen hoch da. Daran messen wir immer so ein bisschen, wie gut die Videos ankommen, auch an den Kommentaren. Und falls euch jetzt, sage ich mal, das gefallen hat, falls ihr sagen wollt, da würde ich gerne mehr von sehen, dann überlege ich mir in den kommenden Wochen, vielleicht lasse ich mir auch ein bisschen mehr Zeit, noch mal ein Video zu machen, denn vielleicht gibt es bis dahin noch den ein oder anderen Tipp. So. Also, das iPhone 10, Space Grau weiterhin, Testbericht und so weiter, werde ich nochmal unten verlinken. Wir haben ja schon ein bisschen was dazu auf dem Kanal hier gepostet. Und ich möchte anfangen mit einem, ich sag mal fast schon vielleicht dem wichtigsten Thema für viele, was für eine Hülle benutze ich denn? Und ich habe hier wirklich eine ganze Masse an Hüllen mittlerweile vor mir liegen. Und das sind wirklich noch nicht mal alle. Also das und da treffen irgendwie ständig neue Hüllen ein. Und ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ich will jetzt nicht jede Hülle und ich habe auch keine, jetzt nicht alle Hüllen da, aber ich möchte so ein bisschen ganz kurz erzählen, was mir persönlich bei einer Hülle wichtig ist, denn eigentlich wollte ich das Gerät fast schon komplett ohne irgendwas nutzen, aber die Glasrückseite ist dann doch zu anfällig. Also es gibt verschiedene Arten von Hüllen, es gibt einmal dieses gummierte, sage ich mal, fast schon billige. Das hat natürlich meistens den besten Grip, man kann das Gerät rundum schließen, ist für mich persönlich aber nicht unbedingt die beste Wahl, denn ich mag dieses Gummihafte von der Optik einfach nicht so wirklich, wie sich das in der Hand anfühlt. Davon habe ich unter anderem zwei Hüllen hier, die habe ich auch mal kurz angelegt, haben mir persönlich aber überhaupt nicht gefallen. So, dann gibt es noch eine Möglichkeit, so eine Art Wallet zu benutzen. Das bietet Apple ja mittlerweile auch selbst an. Wobei ich da auch ein Video gesehen habe, dass diese Magnetfunktion, sobald man da ein, zwei Kreditkarten drin hat, nicht so wirklich hält. So ein Modell haben wir auch hier. Sowas finde ich persönlich manchmal ganz interessant, weil man sagen kann, man kann sein Gerät, wenn es da drin ist, auf dem Tisch aufstellen. Das funktioniert auch ganz gut. Allerdings hat es den Vorteil, sage ich mal, dass man die Frontseite ebenfalls schützt vom Display. Ist gut, aber wenn ich das Gerät in der Hand halte und offen habe, hier ist das jetzt ganz nett gelöst, dass da vielleicht nochmal ein Magnet dazwischen ist, dann stört mich aber dann trotzdem, dass hier dieser kleine Spalt ist. Wenn ich das jetzt in der Hand halte, dann fühlt sich das nicht so gut an. Daher sind auch diese Hüllen für mich persönlich raus. Die Modelle sind übrigens von Easy Egg bisher, die ich gezeigt habe. Ich werde unten in der Beschreibung alles verlinken, wenn ihr euch da irgendwas holen wollt. Aber bevor wir jetzt zu den eigentlichen, sage ich mal, Hüllen kommen, gibt es dann auch noch mal eine richtige Empfehlung. Hier habe ich noch mal so eine durchsichtige, sage ich mal, TPU-Hülle. Die sind natürlich mittlerweile, sagt man, die kriegt man für 3-4 Euro, kriegt man die auf eBay teilweise hinterhergeschmissen. Aber finde ich persönlich von der Qualität einfach nicht so schön, auch wenn man darin natürlich das Design des Gerätes am besten sieht. Aber so, ich persönlich mag zwei Arten von Hüllen, von daher gibt es von mir persönlich auch nur diese Art von Hüllen als Empfehlung. Ich fange mal an mit Mucho. Die bieten Hüllen an aus Leder und das hat sich in den letzten Jahren doch ein bisschen verbessert. Die waren in der Vergangenheit teilweise noch mit Plastikrahmen und so weiter vorhanden und die haben mir da ein paar Hüllen zugeschickt. Und was mir persönlich ehrlich gesagt ganz gut gefällt, und das werde ich euch auch als erstes zeigen, ist eine Hülle aus grauem Leder.
Und ich fand das persönlich ein bisschen spannend von der Abwechslung, denn ich habe, wenn ich Leder benutzt habe, immer schwarzes Leder benutzt. Und ich finde persönlich, dieses graue Leder macht dann doch einen ganz guten Eindruck. Und die Hülle ist, glaube ich, für 45 Euro erhältlich, ist also nicht ganz günstig. Aber ich glaube, wirklich gute und günstige Lederhüllen findet man auf dem Markt selten. Dazu ist natürlich ganz wichtig zu sagen, die Hülle fühlt sich edel an, die liegt gut in der Hand. Ich finde das persönlich sehr angenehm, aber Apple bietet selbst auch eine Lederhülle an. Ich habe mich bisher gegen die Hülle von Apple entschieden, da der Mehrwert jetzt nicht extrem groß ist und diese Hülle 60 Euro kostet. Aber wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich eine Lederhülle kaufe, würde ich mit dem Gedanken spielen, mir eine Apple-Hülle zu holen. Was eigentlich nur einen minimalen Grund hat. Einmal, die Kamera ist ein bisschen besser noch in die Hülle integriert. Hier ist dann doch eine kleine Lücke vorhanden. Der Rest ist eigentlich identisch, auch unten mit dieser Aussparung, mit der man dann meistens leben muss. Aber was ich persönlich hier nicht ganz so angenehm finde, sind die Druckpunkte. Und ich drehe das mal auf die Seite. Da sieht man das dann. Die sind aus Leder. Das sieht optisch natürlich gut aus auch. Aber bei Apple gibt es Aluminiumtasten und ich habe die auch schon genutzt, die Apple-Hüllen. Die klicken sich ein bisschen besser. Also hier erfordert es ein bisschen mehr Druck auf die Seite, bis man diese Taste dann wirklich auch gut gedrückt hat. Das wird mit der Zeit besser. Ich habe auch schon solche Lederhüllen im Alltag getestet. Aber wollte ich an dieser Stelle nur mal dazu sagen, dass für einen gar nicht so teuren Aufpreis Apple selbst auch durchaus ansprechende Hüllen anbietet. Ich werde natürlich beides verlinken und da auch eine kleines bisschen größere Farbauswahl als Mucho liefert. Aber trotzdem, ich finde die Mucho-Hüllen gar nicht so schlecht. Mir gefallen die ganz gut. Ich hatte auch schon Modelle, da habe ich die wirklich mehrere Monate im Alltag genutzt. Die altern dann auch so ganz schön, was halt bei Leder üblich ist. Also das sieht nach 6 Monaten definitiv nicht mehr so aus wie jetzt. Ist von mir persönlich, sage ich mal, was die Hochwertigkeit angeht, mit ein Favorit eine Lederhülle. Allerdings ist es natürlich auch so, dass eine Lederhülle immer ein bisschen zusätzliches Gewicht und auch Dicke ja, mitbringt. Also das randlose Design von einem iPhone 10 geht damit fast schon ein bisschen kaputt, da hier an der Seite wirklich ein massiver Rand dazukommt. Damit habe ich immer persönlich so ein bisschen zu kämpfen. Wenn ich das Design von Geräten schön finde, dann möchte ich eigentlich gar nicht so viel Dicke hinzufügen. Daher ist das mit dem Leder immer so eine Sache für sich. Ja, ich gucke jetzt mal, dass ich die entferne schnell und mir das Gerät dabei nicht aus der Hand fällt, was jetzt schwierig mit dem Winkel ist, in dem ich hier drehe. So, also ich mache die Hülle mal zur Seite. Jetzt habe ich da Siri aktiviert und einen Screenshot gemacht. So, was ich auch immer persönlich ganz gut finde und das werde ich euch auch noch zeigen, damit bin ich beim iPhone 7 ein Jahr lang gefahren und das hat mir persönlich sehr gut gefallen eigentlich. Es nimmt Wertigkeit weg, ja. Es ist eine Plastikhülle im Endeffekt, die ist hauchdünn und die bietet euch nicht besonders viel Schutz. Das sei dazu gesagt, eine Lederhülle, wenn euch die vielleicht auf die Kante oder runterfällt, da ist natürlich ein bisschen mehr Schutz vorhanden. Der ist hier bei so einer dünnen Hülle, ihr seht das schon, die verbiegt sich sogar schon so leicht, so dünn ist die, nicht vorhanden. Allerdings finde ich persönlich, wenn man diese Hülle anlegt, und ich mache das hier mal ganz kurz, zack, die lässt das Design quasi fast schon unberührt. Ja? Also ihr bekommt vom Display, bekommt ihr weiterhin die volle, sage ich mal, das Gerät mit dem dünnen Displayrand habt ihr in der Hand. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr sagt, da ist oben und unten ganz viel Rand, der da zusätzlich hinzukommt. Es legt sich eigentlich nur so ein bisschen um das Gerät dünn und das ist wirklich so hauchdünn, dass das bei der Haptik nichts ändert. Es ändert lediglich etwas, wenn ihr die Wertigkeit des Geräts in der Hand haltet. Natürlich wird der Edelstahlrahmen wird verdeckt und die Glasrückseite, was auch in gewisser Hinsicht, sage ich mal, mein Ziel von einer Hülle ist, dass diese Dinge, die leicht Kratzer bekommen können, nicht so schnell verkratzt werden. Vor Stürzen habe ich persönlich keine große Angst, aber natürlich, wenn ich das Gerät auf einem Tisch hin und her rutsche, dass da irgendwie Kratzer und sowas reinkommen. Aus dem Grund fahre ich persönlich ganz gern mit solchen Hüllen. Die sind, wie gesagt, auch wirklich extrem günstig. Diese hier wurde uns von Easy Egg zugeschickt. Die haben mir übrigens auch, falls ihr das schon gesehen habt, den Prototypen zugeschickt. Nicht den Prototypen, den Dummy im Vorfeld, den wir im Video hatten. Und der hat auf diese Hülle gepasst. Und die Hülle passt jetzt aufs finale Gerät. Also da war man eigentlich ganz gut informiert, was die Abmessungen angeht. Ich nutze die ganz gerne. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass dadurch natürlich diese Wertigkeit ein bisschen verloren geht. Aber man bekommt auch einen sehr guten Griff, finde ich, mit diesem Plastik. Es ist so ein bisschen die Notlösung, wenn man, sage ich mal, man bekommt nicht ganz so eine große Wertigkeit wie mit einer Lederhülle. Die fühlt sich, finde ich, ein bisschen besser, ein bisschen hochwertiger an.
aber man bekommt ein sehr dünnes Gerät und kann weiterhin, sage ich mal, das Display genießen und den dünnen Displayrand genießen. Und da muss man natürlich so ein bisschen die Abstriche machen, was einem persönlich wichtiger ist. Ich finde, man kann sowas hier auch einfach mal ausprobieren für ein paar Tage, wenn man sagt, man möchte sowas austesten. Wie gesagt, auf Amazon findet man mittlerweile für 8 bis 10 Euro bereits solche Hüllen. Und ich werde mich da mal, bevor das Video online geht, nochmal umschauen und gucken, dass ich euch da vielleicht ein, zwei gute Lösungen, die ich auch kenne, verlinke. Die gibt es dann natürlich immer in verschiedenen Farben, in durchsichtig, in mittlerweile auch so komplettem Schwarz, das was alles verloren geht. Aber ich persönlich finde dieses dunkle Schwarz, leicht durchsichtig, finde ich persönlich da ganz angenehm. Ja, Thema Hüllen sei damit erstmal soweit abgehakt. Wie gesagt, ich gehe entweder mit Leder oder mit dieser Plastiklösung, die hauchdünn ist. Andere Lösungen, wie zum Beispiel dieses Gummierte, bin ich persönlich kein großer Freund von und das wird sich auch nicht ändern. Aber eine von diesen beiden Lösungen wird es in den kommenden Wochen werden. So, was natürlich mit fast am spannendsten ist für mich persönlich beim neuen iPhone 10 ist Qi, sprich kabelloses Laden. Und ich habe da auch mittlerweile ein paar Pads zugeschickt bekommen, unter anderem eins von Xtorm quasi so ein bisschen soll das ausdrücken und eins von Anker. Und ich habe ja schon mal ein Testvideo bzw. ein Vorschlägevideo gemacht, worauf man hierbei achten sollte. Und ich bleibe dabei, das iPhone 10 unterstützt 7,5 Watt. Achtet also vielleicht darauf, dass das unterstützt wird. Ich persönlich gehe gerne mit ein bisschen mehr, sage ich mal, ins Rennen, denn so eine Platte kaufe ich mir einmal. Und wenn ich mir irgendwann ein neues iPhone kaufen möchte, was mehr Watt unterstützt, wäre es vielleicht schön, wenn diese Platte schon ein bisschen mehr unterstützt. Aber 7,5 reichen natürlich aus. Und auf dem Nachttisch kann man sich auch irgendeine ganz günstige mit 5 Watt kaufen. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass man da irgendwie, ich sag mal so, kabelloses Laden ist nicht unbedingt, sage ich mal, die Geschwindigkeit, dazu kommen wir gleich nochmal, sondern kabelloses Laden, da geht es eher um den Komfort, dass man da irgendwo diese Platte sich in die Ecke legt, ja, und dann hat man sein Handy, dann legt man das gerade drauf und dann ist gut, da muss man kein Kabel reinzwirbeln oder irgendwie eine Dock gescheit gucken, einfach drauflegen und gut. Das ist für mich persönlich der Luxus von Qi. Und ja, mit diesen beiden Lösungen hier bin ich momentan sehr zufrieden. Ich mag es immer so, wenn es rund und klein und schwarz und unauffällig ist. Und das sind aktuell die Lösungen, die ich nutze. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass diese gerne so, und hier sieht man das ganz gut, fast alle irgendwie immer mit so einer LED ausgestattet sind, die dann irgendwie leuchtet, wenn es lädt. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche pulsieren, manche sind rot. Ich habe das gerne, ich hätte da am liebsten nur ein kleines Licht, aber da kann man leider dann dieses perfekte Produkt, was alles in einem vereint, habe ich noch nicht gefunden. Da begebe ich mich weiterhin auf die Suche. Was mir persönlich am besten gefällt, optisch, was auch auf meinem Schreibtisch liegt, der ist schwarz, ist diese Platte von Anker. Die besitzt 10 Watt und jetzt kommt mein nächster Punkt, wo ich ja schon mal gesagt habe, was ich ganz gut finde, ist USB Typ C. Es ist aktuell die einzige Platte, Qi-Platte, die ich im Haus habe, die USB Typ C benutzt und die auch noch so ein gebürstetes Aluminium aus so einem Space Grau besitzt. Ich finde, die passt einfach sehr gut zu einem Apple-Produkt. Ja, dieser durchaus hochwertige Rahmen, eine gummierte Oberfläche, wo dann wirklich überhaupt nichts rumrutschen kann. Falls man da irgendwie Angst hat, dass man gegen das Aluminium kommt, hat man ja dann vielleicht ein Case. Und das ist für mich so ein bisschen aktuell mein aktueller Favorit. Aber vor allem beim Thema Qi, ich habe es vorhin erwähnt, da werden vielleicht nochmal die ein oder anderen Produkte hier eintreffen. Da habe ich noch längst nicht alles durchgetestet. Diese beiden wollte ich aber schon mal erwähnt haben. Und die ist mein aktueller Favorit. Und aufgrund der Optik dieses Designs mit dem gebürsteten matten Aluminium auch auf meinem Schreibtisch vorhanden. Genau, wir kommen zum vorletzten Punkt. Und ich habe das oft erwähnt und ich wollte euch hier wirklich ausführlich einen Bericht liefern mit Netzteilen und Kabeln für die Quick Charge Funktion. Ich finde es schön, das muss ich vorab sagen, dass das iPhone 10 USB Typ C Power Delivery unterstützt. Ja, das ist, es gibt viele Schnellladestandards auf dem Markt, das wissen vielleicht einige gar nicht. Ich glaube 5, 6 Stück gibt es da, die man tatsächlich auch in Deutschland quasi finden kann. Und Power Delivery ist für mich persönlich so der Standard geworden. Den unterstützt Apple, den unterstützt Google. Und ich würde mich freuen, wenn alle Hersteller in Zukunft diesen Standard unterstützen werden. Allerdings ist diese Lösung bei Apple ein bisschen teuer, denn man benötigt natürlich ein Lightning auf USB-C-Kabel. Da reicht es nicht, wenn man ein USB-C auf USB-C-Kabel hat. Und Apple zertifiziert noch keine Kabel für die Zubehörhersteller. Ich habe da mit zwei, drei gesprochen. Die warten noch auf das Go, dass die auch Kabel verkaufen können. Das ist noch nicht möglich. Sprich, wenn man, sage ich mal, mit dem offiziellen Weg gehen möchte, mit dem Netzteil für das MacBook und mit dem offiziellen Lightning auf USB-C-Kabel, dann sind das 88 Euro.
Ich habe mich gegen diese Lösung entschieden, denn das finde ich persönlich ein bisschen überteuert für das, was es an Mehrwert liefert. Und dazu komme ich jetzt. Sprich, auch andere Netzteile habe ich erstmal ignoriert, habe mir auch das Kabel von Apple nicht gekauft, denn was man im Vorfeld herausgefunden hat, auch schon beim iPhone 8, welches ja auch Schnellladefunktion unterstützt, ist der Unterschied mit einem iPad-Netzteil. Ja, das hier. Das kostet noch nicht mal 20 Euro auf Amazon. Ich glaube, ich habe es demnächst für 16 Euro gesehen. Meins ist noch ein Modell mit 10 Watt, aber ich glaube, die aktuellen bieten hier 12 Watt von den neueren iPad-Modellen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das iPad Mini habe. Und dieses Netzteil reicht vollkommen aus. Ja, die USB Power Delivery Funktion wird, glaube ich, sowieso bei 12, 14, 15 Watt quasi gedeckelt. Sprich, die vollen 29 Watt, die man da über ein MacBook-Netzteil theoretisch zur Verfügung hätte, werden eh nicht genutzt. Und der Unterschied zu dieser Geschwindigkeit ist wirklich marginal. Ich werde euch hier unten einen Bericht verlinken, vielleicht auch 2, 3. Da gab es jetzt wirklich schon wirklich viele Tests. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal erneut hier zeigen, dass das damit minimal langsamer ist. Das sind vielleicht 3, 4 Minuten langsamer im Vergleich zu USB-C Power Delivery. Und habe ich für mich persönlich gesagt, okay, dann verbaue ich mein iPad Kabel so. Ich habe das Glück, dass ich sowieso ein iPad hier habe. Das heißt, ich musste mir das noch nicht mal kaufen. Aber selbst wenn ich mir das kaufen müsste, würde ich mir persönlich einfach dieses Netzteil kaufen und dieses Netzteil zum Aufladen mit dem iPhone 10 oder 8 nutzen. Das reicht von der zusätzlichen Geschwindigkeit aus. Der Mehrwert über USB-C Power Delivery ist nicht groß. Und es hat einen weiteren Vorteil. Man hat weiterhin USB Typ A hier natürlich, wie das bei Apple immer noch Standard bei den iPads ist. Und man muss sich daher kein neues Kabel kaufen. Also ich kann das Lightning auf USB-A-Kabel nehmen, was im Lieferumfang enthalten ist, und brauche nur dieses Netzteil, um schneller laden zu können. Finde ich persönlich gut und finde ich persönlich auch mittlerweile ein bisschen beruhigend, dass man jetzt hier nicht diese 88-Euro-Lösung von Apple nehmen muss, sondern dass das im Endeffekt vollkommen ausreicht. Für knapp 15 Euro bekommt man eine Schnellladefunktion. Würde ich mir auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall, genauso wie eine Qi-Platte, würde ich mir so ein Netzteil dazu kaufen. Das ist einfach, man kommt in Situationen, da lädt man einfach mal ein bisschen schneller gerne auf und dann ist das durchaus ein Mehrwert. Als letzten Tipp, kleinen Tipp, kurz abgehakt, will ich gar nicht mehr so genau drauf eingehen, sind die Apple AirPods. Ich persönlich habe sie seit Anfang des Jahres im Einsatz und bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich bin kein Freund von 3,5 mm Eingängen. Ich nutze die seit, ich glaube, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr. Bisher habe ich aber irgendwelche kabelgebundenen Lösungen benutzt, wo dann so ein Kabel in der Mitte zwischen dem Hals hinten liegt. Das benutze ich auch weiterhin im Sport, weil die hier im Sport nicht unbedingt so gut geeignet sind für mich. Aber im Alltag, sind die AirPods wirklich für mich persönlich zum Daily Driver geworden. Also wenn ich hier mal ein bisschen Musik oder mal einen Podcast hören möchte oder ein Hörbuch, dann nutze ich die AirPods, denn die Symbiose aus einem iPhone und AirPods finde ich persönlich weiterhin extrem gelungen. Und ich will hier gar nicht so detailliert drauf eingehen, denn ich werde einfach unten den Testbericht von den AirPods verlinken. Aber ich persönlich möchte an dieser Stelle einfach anmerken, dass man sich, wenn man sowieso schon vielleicht über 1000 Euro dafür ausgegeben hat und eine kabellose Lösung haben möchte, weil man sagt, hey, ich kann meine alten Kopfhörer nicht mehr verwenden, ich habe auch vielleicht keine Lust mehr, dass dann Kabel rumbaumelt. Ich meine, es gibt weiterhin die EarPods mit Lightning-Kabel, die im Lieferumfang liegen. Aber dann bleibe ich dabei, sind die AirPods für mich persönlich eine Empfehlung. Die kosten, glaube ich, mittlerweile so um die 160 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die UVP ist weiterhin bei 180 Euro. Sie sind teuer, ja. Es gibt da mittlerweile auch viele Fakes irgendwo auf Amazon. Habe ich persönlich nicht getestet, kann ich daher weder nichts zu sagen, kann ich dazu raten, aber auch nicht davon abraten. Aber ich persönlich finde, die AirPods sind ein gelungenes Produkt. Sie verkaufen sich gut. Ich würde mir persönlich nur langsam wünschen, dass eine neue Version mit dem Apple W2-Chip kommt, denn das iPhone unterstützt Bluetooth 5. Und ich würde mir jetzt noch wünschen, dass diese AirPods Bluetooth 5 unterstützen, denn dann das größte Problem weiterhin für mich ist die Reichweite, die ab und zu ein bisschen knackst, wenn man zu weit weggeht, und das würde sich mit Bluetooth 5 regeln. Aber ich denke, das wird dann 2018 auch kommen. Also vielleicht, falls euch das auch wichtig ist, sollte man mit dem Kauf der AirPods noch ein kleines bisschen warten. Ansonsten ist das für mich persönlich auch immer noch eine kleine Empfehlung. Ja, das waren, sage ich mal so, die 4 Punkte von meiner Seite aus. Wie gesagt, Hüllen, entweder Plastik oder Leder, finde ich persönlich ganz gut. Und wenn es Plastik ist, extrem dünn, damit man das Design des Gerätes noch am besten mitbekommt. Qi-Platten würde ich hier persönlich so dunkle schwarze nehmen und habe mich hier für Anker als Favoriten entschieden, weil unter anderem auch USB Typ C dabei ist und das mittlerweile bei mir im Büro der Standard bei den Ladekabeln ist.
beim iPad-Netzteil, bei der Schnellladefunktion reicht ein iPad-Netzteil. Und wenn ich persönlich sagen würde, ich würde gerne Musik so im Alltag hören und mache jetzt nicht unbedingt Sport, dann sind das die AirPods. Das ist so mein persönliches, sag ich mal, Zubehör, was ich jetzt so in den ersten Tagen unter anderem teilweise neu, teilweise ist das schon etwas länger wie die AirPods vorhanden, für mich persönlich herausgefunden habe, dass mir das gefällt. In den nächsten Tagen und Wochen wird vielleicht noch weiteres Zubehör eintreffen. Manchmal kann man das auch gar nicht so genau absehen, weil man einfach irgendwas zugeschickt bekommt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und wie gesagt, die Produkte werde ich dann unten auch noch im Anschluss an dieses Video verlinken. Ja, das waren meine Tipps zum Zubehör für das iPhone 10. Das sind natürlich nicht alle Zubehörgeräte, die es auf dem Markt gibt. Das würde den Rahmen hier komplett sprengen. Das ist nur mal so eine kleine persönliche Auswahl. Falls ihr selbst Tipps habt, könnt ihr die natürlich gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Da findet ihr dann auch die entsprechenden Links, wo ihr euch die Produkte bei Interesse kaufen könnt. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat und vielleicht auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo hilft dem Kanal ebenfalls weiter. Ich sage bis zum nächsten Video.